Hallo, ich bin Amelie und heute zähle ich im Sea Life die Insekten. Im Sea Life Hannover steht die jährliche Regenwaldinventur an. Aber was ist denn überhaupt eine Inventur? Das ist, wenn die Tiere hier halt gezählt werden. Ja, und gewogen und gemessen. Vier Schülerinnen aus der Goetheschule in Hannover unterstützen heute das Aquaristenteam und die Ranger bei der Bestandsaufnahme. Also ich habe hier die Riesentausendfüßler gezählt, die Babys, beziehungsweise diese Babys, und habe die aus diesem kleinen Terrarium in das große gepackt und halt dabei gezählt. Und wie geht's jetzt weiter? Also ich glaube, jetzt gehen wir zu den Fischen und zählen die auch noch. Ja, und weiter weiß ich noch nicht. Natürlich ist es einfach, wenn man weiß, man hat zwei Haie von einer Art, dann muss man nur die beiden suchen. Aber hat man tatsächlich einen großen Schwarm Fische, macht man ein Foto davon. Entweder man zählt das Foto ab, wenn der ganze Schwarm drauf ist, oder man legt ein Raster darüber, wenn der Schwarm sehr, sehr groß ist, und macht abschnittsmäßig, das ist ein bisschen geschätzt. So wird dann das Foto ausgewertet. Warum ist denn die Inventur so wichtig? Wir können ja nicht einen Bestand haben und wissen nicht darüber Bescheid, wie es ihm geht, wo wird gut nachgezogen. Aber auch natürlich mal einen Verlust. Aber es ist ganz wichtig, dass wir immer genau Bescheid wissen, wie es allen Tieren geht. Und so eine Inventur macht absolut Sinn, damit man das ja einmal Revue passieren lassen kann. Im Regenwald gibt es aber nicht nur Fische und Insekten. Deutlich einfacher zu zählen sind die Köhlerschildkröten. Diese junge Dame wiegt übrigens über 5 Kilo. Das mag viel klingen. Allerdings achten die Tierpfleger gerade im Winter penibel auf das Gewicht der gepanzerten Regenwaldbewohner. Bloß kein Gramm zu wenig. Kurze Verschnaufpause für die fleißigen Helferinnen. Also wir sind jetzt fast fertig mit Zählen. Ich bin mal gespannt, wie viele Tiere es zum Schluss sind. Die Zählung hat ergeben, 95 Insekten leben zurzeit im Sea Life Regenwald.